richtig Hip-Hop-Hooray-mäßig. Hey, yo. Herzlich willkommen zum Beanstag. Heute ein ganz besonderer Beanstag. Hey, Party. Heute ist ein Special Beanstag. Wir wollten eigentlich ein Beanstag machen mit Budi, Simon, Trant und mir zum Monster Hunter zocken. Aber dann haben wir festgestellt, dass Simon und Budi das Spiel noch nie gespielt haben. Und dann haben Trant und ich uns dafür entschieden, die wieder auszuladen, damit wir mehr Spaß zusammen haben. It's funny, cause it's true. Weil es macht keinen Sinn, ihr habt es vielleicht am Freitag gesehen, wenn die Jägerränge zu weit auseinander sind, man muss sich immer nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner richten. Und es wäre Jägerrang 1 oder 2 gewesen. Und dann hätten wir euch wieder nur den ganzen Noob-Schissel zeigen können. Aber da wir zwei krasse Jäger sind, haben wir gedacht, komm, wir zocken einfach mal so, wie wir zocken würden, wie wir es eh die ganzen letzten zwei Wochen gemacht haben zu Hause. Wir zocken einfach, wir legen heute mal die großen Dinger, ja? Nicht den ganzen Shit, den ihr bei irgendwelchen anderen Streamern seht, irgendwelche große Jagras oder, oh, da ist ein Anja-Naht. Was sehen wir heute? Wir hauen heute richtig einen auf die Fresse. Ja, ja, wir haben uns noch gar nicht entschieden, was wir alles legen werden. Aber wir haben uns da schon so ein paar grobe Monster ausgesucht. Den Barzeljuice. Den Barzeljuice, wenn wir heute den Barzeljuice. Ja, und wir gucken einfach mal. Ich weiß ja auch nicht. Wir sind schon in einem Spiel, nicht wahr, Eddie? Du bist noch in deinem. Vielleicht kann man es mal kurz. Genau, in deiner schönen Bude sind wir gerade noch. Ich bin gerade noch ein bisschen. Beziehungsweise du. Ich fütter gerade noch ein bisschen die Fische. Ja. Weil es ist ja auch klar, so ein krasser Jäger wie meiner. Du musst auch mal ausruhen. Du musst auch mal ausspannen. Auch mal hier ein bisschen. Soll mal die Früchte seiner Arbeit genießen. Nicht wahr? Genau. Und ich bin Jägerrang 13, du bist 15. Und du bist, glaube ich, kurz vorm Ende des Spiels. Also das Singleplayer. Tja, wer weiß das schon? Fühlt sich so an, ja. Fühlt sich so an, ne? Ja. Ich bin zumindest im Endgame, aber also im High Rank. G-Rank gibt's ja noch nicht oder gibt's nicht. Und wir machen jetzt erstmal, würde ich sagen, bevor wir zum Barzeljuice kommen, weil der Barzeljuice ist. Ich habe noch nie einen Barzeljuice bekämpft. Mhm. Ich habe ihn schon häufiger gesehen, weil er sich immer einmischt. Kommt immer irgendwie dazu, wenn man ihn gerade überhaupt nicht braucht. Aber wir können ja erstmal mit einer Variante kleiner anfangen. Ja, ja, was können wir denn da machen? Also ich habe überlegt, wir könnten meine Story Quest machen. Das ist eine Gigante. Was denn? Oh, das heben wir uns auch, glaube ich, fürs Finale auf. Fürs Finale ist er noch krasser als der Barzeljuice. Der ist richtig schlimm, ja. Echt? Der ist schlimmer bestimmt als der sterben, ja. Nein. Okay, dann wie wär's mit einem Diablos? Jetzt so gleich als erstes? Ja, warum nicht, oder? Naja, also ich meine, wir haben 2 Stunden Zeit. Okay. Ach komm, machen wir das doch einfach mal. Okay. Ich habe hier bestimmt ein paar coole Untersuchungen. Untersuchungen sind ja diese optionalen Quests, die dann auch wieder unterschiedliche Bedingungen haben, aber auch unterschiedliche Rewards mit sich bringen. Hier sehen wir einen schwarzen Diablos bei mir im Büchlein und da kriegen wir eine Bronze und 2 silberne Belohnungen. Was? Nur Bronze und Silber? Ja, aber manchmal sind das auch die Sachen, die du dann doch haben willst, weißt du, wie ich meine? Aber auf jeden Fall kriegst du da noch was on top im Gegensatz zu den optionalen Quests. Deswegen finde ich die Untersuchung besser. Aber wo ist der normale Diablos? Hier. Ja. Ach, ja doch. Ja, was denn? Das ist gut, ne? Die mache ich. Guck mal, da gibt's doch sogar Silber, Silber, Gold. Ja. Nee, warte. Doch, ja. Ja, geil. Okay. Hast du? Ja. Dann join ich jetzt die Quest. Endlich kann ich mal mit jemandem gescheiten zocken. Nicht in dieser Kinder-Bussi-Bär-Scheiße, die wieder immer, also wirklich, endlich mal richtige Jagdquests hier. Richtig gefährliche Biester, die Welt bedrohen. Oh, weißt du was? Nee, den Voucher hebe ich mir noch auf. Ja. Hebe ich mir noch auf. Es gibt Vouchers, das ist jetzt neu, bei sozusagen ein Login-Bonus. Und da kriegt man noch ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, kriegt man auch mehr Materialien oder kriegt man nur mehr Kohle? Ich müsste es eigentlich auch mal überprüfen, aber ich gehe schon davon aus, dass man mehr Materialien kriegt. Ja, ne? Allerdings weiß ich es auch nicht 100 pro. Sag mal was? Ja. Ah, geil. Super cool. Das ist ja noch professioneller. So, lecker gegessen haben wir auch. Du haust dir gerade noch dein Futter rein, das sehe ich hier auch. Oh, verdammte Scheiße, ey. Was denn? Oh nein, du bist aus der Sitzung geflogen.
Das ist eben schon mal passiert und wir wissen nicht genau, woran das liegt. Sehr schön zu sehen. Bei mir auf dem Bildschirm steht der Trant nämlich da noch. Oh. Okay, jetzt. Was ist jetzt passiert? Ist das PlayStation Network oder ist das Capcom? Ich weiß es nicht. Du fliegst nicht raus, aber ich weiß nicht, woran das liegen kann. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch eine Fehlermeldung gerade gekriegt. Das ist ja mal wieder typisch hier. Ich komme wieder rein. Hoffe ich doch. Ich bin nämlich auch nicht offline oder so. Woran sehe ich denn, ob ich online oder offline bin? Bei mir lädt es wieder. Also ich bin deswegen nicht offline, weil ich ja jetzt wieder reinkomme. Aber ich bin halt rausgeflogen, leider. Da bin ich wieder. Ja, hoffen wir einfach mal das Beste. Ich nehme mal hier schnell meine Items mit und dann fliegen wir auch gleich los, was? Muss ich jetzt noch mal essen oder nicht? Nee, ne? Nö. Aber die Quest musst du noch mal posten. Echt? Ja, die stimmt. Wurde gecancelt. Ja, okay. Das passiert aber auch immer nur in der Stadt, habe ich das Gefühl, oder? Ist das schon mal in einem Spiel passiert? Also das ist mir jetzt nie passiert, ehrlich gesagt. Dass man... Nee. Kann man, könnt ihr das noch mal zeigen? Du hast hier schon so Dings, du hast hier tatsächlich so Shortcuts gemacht. Ja. Für verschiedene Missionen. Minimal, für minimale Anforderungen. Fangen, für Billigfangerei. Wenn ein Monster Gegengift braucht. Hart. Hart habe ich die, das Set genannt, wenn es hart wird. Fangen hart mit Fallen und so. Und dann halt für die paar Monster noch so ein bisschen was. Das ist ja mega smart. Ja, praktisch. Ah ja, jetzt siehst du, man kann so viel lernen vom Trant in Sachen Monster Hunter. Trant, du zockst Monster Hunter seit wie vielen Jahren? Also du bist echt, du hast fast alle Teile gespielt, ne? Also nicht. Wann bist du eingestiegen? Monster Hunter Freedom 2 war das, das war auf der PSP. Und das, wann kam das? Ich habe keine Ahnung. 2007? Mhm. Irgendwie so. Ich glaube, das erste Monster Hunter für die PS2 war ja noch, das war 2004 oder so. Da ist die Serie gestartet. Aber da habe ich das noch nicht gespielt, da habe ich es auch noch nicht gepeilt. Ich habe das dann mal bei einem Kollegen gesehen, wie er es gespielt hat, und habe gedacht, so, Alter, was soll der Schwachsinn? Ich habe es nicht gepeilt. Naja, ich habe es schon gepeilt, weil ich halt früher, also insofern habe ich es gepeilt, als dass ich das als im Prinzip als Weiterentwicklung von Phantasy Star Online gesehen habe, was ich auf der Dreamcast schon gespielt habe. Ja. Und das Spielprinzip irgendwie ähnlich war, weißt du? Genau. Mit, du hast so feste Areale, feste Gegner, dann gehst du wieder ins Hub und tauschst deine Sachen ein und so. Das war schon, natürlich war es spielerisch natürlich schon ein anderer Schnack und so, und vor allen Dingen optisch, aber... Es war halt so das Online-Miteinander, bevor es richtig große MMOs gab. Naja, was heißt, MMOs gibt es schon länger, aber ich glaube so auf Konsolen, ne, war ja so Phantasy Star Online so ein bisschen... Ja, mit einem Vorreiter, wo man das machen konnte. Und Monster Hunter war quasi so das Online-Pionierprojekt für die Online-Fähigkeit der PS2. Ich glaube, damit wurde auch das Modem ausgeliefert. Modem, Alter. Was nehme ich noch mit gegen Diablos Flashpod? Screamerpod? Ja, hast du halt nicht viel, ne? Aber macht Sinn, wenn er sich vergraben hat, kannst du den damit macht aus der Vergiftung Erde holen. Oder nö, was? Der macht gar nichts. Der ist einfach nur brutal. So Dung dabei, falls irgendjemand nervt? Ja. Wobei, dann könnten wir die ja auch beieinander lassen, dann sollen die sich bekämpfen, ne? Ja, ja. Okay, dann geht's los. Oh, hoffentlich fliege ich jetzt nicht raus. Wie lustig, jetzt sieht man das mal nebeneinander. Bei dir war Tag und bei mir war Nacht. Dann kommen wir aber wahrscheinlich bei Nacht, weil es ja deine Mission ist. Ja. Aber mein Server. Ja, ich glaube, die Tageszeit jetzt in der Mission wird identisch sein, aber eben in der Versammlungshalle war es genau. Ja, ich frage mich nur nach Bames, nicht richtig. Ah, guck mal, du bist abgestürzt. Geil. So. Okay. Hier ist ein Diablos. Ach ja, logisch. Okay, ich weiß ja sogar wo. Ich muss das mal ein bisschen leiser machen hier. So, wer ihn zuerst findet, kriegt etwas. Ich muss hier erstmal die Notifications ausstellen, das habe ich eigentlich gemacht. Ach, ich habe schon wieder, glaube ich, den falschen Klick. Nein, doch nicht.
Was machst du denn? Das ist mal wieder typisch. Ich hau dann auf den drauf und ich komme. Eine halbe Stunde später kommt dann die Kavallerie zum Carven. Ja, hier habe ich schon die Spuren, die Witterung. Ja? Ah ja. Kratzer im Fels. Siehst du, schon die Witterung aufgenommen. Ich freue mich auch jedes Mal, dass man so im Vorbeigehen einfach Sachen sammeln kann. Ja, ich finde auch, die haben das Spielprinzip so poliert von Monster Hunter. Es ist so smooth alles irgendwie. Und es gab ja früher echt noch so nervige Sachen. Wenn du, stell dir vor, du müsstest jetzt noch immer die ganzen hier die Spitzhacken und so selber basteln. Und ja. So, weißt du? Oh, okay. Oder die Wetzsteine und so ein Kram. Oh, scheiße. Ich bin plattgetreten worden von einem Barock. Hier ist ja, guck mal, wie viel es hier zu meinen gibt. Das ist so toll. Oh, da ist er. Ja? Ja. Bin fast da. Oh, Nova-Kristall habe ich gekriegt. Da ist er. Trant? Was? Er hat mich hinter entdeckt. Mir. Okay. Es geht los. Ja, es geht. Oh, wie laut er schreit. Da kann ich mich gar nicht bewegen. Hey, Moment mal, ich habe ihn doch. Ich habe mich eben verguckt. Ich habe eben gedacht, ich hätte seinen Schwanz gesehen. Geil, nicht getroffen. Manche Leute hauen schon drauf, ne? Ja, ich bin ja unterwegs. Ich bin eben falsch gelatscht. Die Käfer haben auf einmal umgedreht. Ich trinke noch schnell Buffgetränke. Muss sein. Und okay. Unten durchgetackt. Oh, ich bin jetzt auch da. Super stark von mir. Hallo, Trant. Hallo. Sehr gefährlich. Hau doch. Oh, oh, oh. Das war sehr dumm. Guck mal, der hat eine Falle gelegt. Ja. Er ist in der Falle. Meine Katze hat eine Falle gemacht. Oh, und ich stehe hier so dumm am Fuß. Muss noch zum Kopf. Batzel. Schon wieder so auf den Sack, der Typ, ey. Oh, shit, Alter. Ein Schlag mit zwei Drittel Energie. Oh nein, was? Kein Lebenspulver mitgenommen. Ist das ein NG? Ist das ein Klar. High Rank? Ja. Deswegen ist er ja so gefährlich. Wahnsinnig. Oh, shit, er hat mich weggerammt. Das ist ja ein High Rank Diablos. Ja. Ich dachte, wir machen einen normalen. Das hast du nicht gesagt. Oh. Du hast doch gesagt, keine Kindergeburtstagssachen. Ja, aber ich habe Diablos im normalen Rank noch nicht mal erst einmal gemacht. Der haut schon ganz schön rein, ey. Oh, und ich schaffe wieder das. Oh, der vergräbt sich. Da musst du aufpassen. Hat nicht geklappt. Geil. Doch. Hat geklappt. Achtung, Achtung, weg hier, weg hier, weg hier. Guck, ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ich könnte einen Superman-Dive machen. Aber das ist schwierig zu timen. Oh, du Arschloch! Mann, oh Mann, werden wir das schaffen, Elchen? Klar, Mann. Guck mal, da liegt schon wieder, wir können ihn da wieder reinlocken. Da liegt schon wieder eine. Ach nee, das ist eine. Eine Flashfliege. Ja. Sehr gut. Richtiges Timing. Scheiße, jetzt bräuchten wir. Warte mal, genau, hau du. Ah, oh, zu spät. Wenn er in der Luft ist, da hätte ich ihn blitzen können, weißt du, wie ich meine? Dann wäre er hingefallen, aber war zu langsam. Uah. Oh, shit, ey, voll reingelaufen. Ach so, aber meine Katze schläfert den auch ein, dann dürfen wir nicht draufhauen. Ich habe fast Bomben vergessen, scheiße. Wenn der gute Jäger weiß, wenn ein Monster schläft, dann kann man schön Bomben drauflegen. Okay, haben wir nicht mitgenommen. Ha? Ja, du kannst ins Zelt gehen und auch welche holen, wenn wir am Camp vorbeigehen. Ich mach das.
schnell ins Camp geflogen. Und schnell ein paar Bomben eingepackt. Wo ist denn die Schatzspur? Ach da. Da ist er ja schon. Ja, ich bin auf dem Weg. Heard that before. Oh. Jetzt jump ich auf ihn. Nein, wieso denn? Da, seid ihr da schon? Ich euch da? Komm hoch, Johnny. Bam! Ich bin richtig cool drauf, richtig cool. Warum bin ich jetzt runtergefallen? Ach, weil er hier wieder festgehalten wird. Von den Katzen. Ich muss zum Kopf. Alter, was war... Was warst du? Hä? Du hast mich wieder mal geschlagen. Oh. Nein, ich hau daneben. Nein! Ach, die Kombo daneben gerafft, ey. Oh Gott, ich stehe total schlecht hier. Uff. Irgendwer hat ihn vergiftet, warst du das? Mein Maliko war das. Cool. Sind echt gut, die Katzen, ne? Hier ist ein Shiny. Nee, das war nur Fußstapfen. Oh. Kann man den Schwanz abpacken, ja, ne? Ja, ja, ja. Nein, scheiße. Komm hoch, 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 hoch! Boah. Oh, er hat mich noch erwischt. Shit, ich habe sehr wenig Energie. Und der kommt zurück. Ach, wie dumm. Ich komme nicht an den Schwanz dran. Wo ist er denn? Er geht weg. Ich habe eben Schiss gehabt. Der kommt unter mir hoch. Aber ist einfach abgehauen. Ich glaube wieder nach unten. Mann! Vor dem hat man ein bisschen Respekt, ne? Nein. Doch. Ist auch ein gefährlicher Dude. Ja, der haut halt, also man kann ja mal dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, man darf dreimal feinten, heißt das. Was, wie heißt es im Deutschen? Ohnmächtig werden, ja. Also dreimal insgesamt, also beide Spieler zusammen dreimal quasi ein Leben lassen, dann ist die Mission gescheitert. Das heißt, da kann ich mal die Brille hochschieben. Muss echt ein bisschen aufpassen, wenn der zwei Drittel mit einem Schlag abnimmt. Oh, hier ist das sieht nur so einfach aus, weil wir so fucking gut sind. Ja. Fucking gut. Nee, Trant, jetzt wollte ich ihn noch mal besteigen. Wir haben es beide nicht geschafft. Der Trant, müsst ihr wissen, ist der gierigste Monsterbesteiger der Welt. Versucht es dauernd. Ich verpiss mich. Und heile mich. Was macht der denn da? Na! Nein! Ich konnte nichts machen. Das war vom Timing ultra scheiße. Wenn er jetzt bei mir rauskommt, bin ich tot. Boah. Ich habe leider kein Lebenspulver. Das kann ich hier dann auch gleich mal holen. Ha, er hängt wieder fest. Der Trottel. Er rafft's auch nicht. Yeah, ein Horn. Cool. Brauchen wir.
wertvolle Rohstoffe. Oh, fuck, das war Alter, wie der reinhaut, ey, das macht der überhaupt. Ja, ich hab auch nichts mehr. Und ich bin dizzy. Schnell, 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 komm. Oh nein. Alter, komm. Oh. Oh, er kommt zu mir, es war so klar. Ich nerv ihn gerade ein bisschen mit Nüssen. Okay. Nein, jetzt bleib doch mal hier. Immer wenn ich auf ihn springen will, will er gerade weg. Ich bin drauf. Geil. Hack. Los, Muschi, heil mich! Na komm. Alter, ich krieg den nicht runtergehackt. Okay, jetzt hat nicht geklappt. Hey. Oh, wieder nicht getroffen. Scheiße, ey. Der ist eingeschlafen, wir haben es verrafft. Ja, ich hab's auch nicht gerafft. Nee. Aber wir rechnen auch damit. Oh shit. Okay. Ist cool. Guck mal, das ist eine Falle. Warum geht er? Ach, er ist schon drin in der Falle. Ja. Ich bin auf meinen Hintern gefallen. Guck mal, wie dumm er ist. Er trifft mich nicht. Oh. Okay. Nein, er scheiße. Er wechselt wieder die Area. Mann, oh Mann, wir beherrschen den aber, Eddie. Wir pwnen den. Aber den Screamer wieder verballert. Ich hab schon keine mehr. Es muss immer Zeit sein, ein paar Knochenhaufen zu looten. Na gut. Hat er noch ein Horn? Eins hat er noch, der könnte eigentlich noch hier in dem. Er bleibt stecken, sehr cool. Hier ist ein Shiny. Ja, ich muss den hauen. Ah, shit. Oh, es ist weg. Wieso ist es denn weg? Naja. Die Shinies muss man echt schnell einsammeln, habe ich das Gefühl. Ja. Doch, da liegt's. Hier, bei mir liegt's noch. Ich konnte es aufsammeln. Bei mir war es plötzlich weg, weil er auch genau dahin geschlagen hat. Ey, Muschi, der hat Muschi gekillt. Komm, Muschi. Ich bin erschöpft von dem Kämpfen. Der ist auch erschöpft. Guck, der macht schon nichts mehr. Oh. Boah. Sehr gut. Mist, wir kriegen dieses. Das Horn ist auch weg. Wir haben das zweite Horn. Ja, ein Schwanz noch. Ja, Schwanz noch. Oh, komm schon. Jetzt macht er sich wieder wütend, glaube ich. Nein, was mache ich? Oh Mann. Der muss doch bald mal abfallen. Ah, sehr gut. Läuft gut, finde ich. Mhm.
Nimm doch mal das Ding da jetzt. Oh Mann, der vergräbt sich wieder. Shit. Ich komme nicht an. Ich habe nur noch 2 Mega Potions. Ich nehme den scheiß Schwanz nicht ab, ne? Fuck, hab ich mich erschreckt. Alter! Ich hab's gerade noch geblockt. Komm, Muschi, heil mich. Was macht der? Danke. Ey, ich komm nicht. Ich krieg ihn nicht abgeschnitten, den blöden Schwanz. Eier aus Stahl. Okay. Oh, Vorsicht. Doch nicht. Nein, ich kann nichts machen. Uah, ich bin fainted. Ich konnte nichts machen. Fuck. Aber den haben wir bestimmt gleich. Der kann nix. Das ist schon kaputt. Wenn der da unten jetzt schläft, können wir Bomben hinlegen, ne? Er schläft aber nicht. Nee. Ach nee. Jetzt kommt er da immer aus diesen Sandvorhängen rausgeschossen. Oh Scheiße, wie dumm war das denn? Boah. Alter. Ja, hier in dem engen Tunnel ist es natürlich extrem scheiße. Echt dumm. Jetzt geht er wieder hoch. Gut. Der hält aber dagegen, ne? Lässt sich jetzt auch nicht so einfach unterkriegen. Muss echt ein bisschen aufpassen. Ich brauche echt eine High-Rank-Armor, sonst... Schwanz ist ab. Sauber. Hier, die Lichter. Oh. Jetzt kann er nicht mehr. Dem haben wir bös gegeben. Bös. Hier liegt wieder eine Falle. Ja, aber der ist jetzt eh weg, oder? Ja. Was? Wieso habe ich denn nur ein Carapace gekriegt? Vom Schwänz. Kann passieren. Hast du Fassbomben? Ja. Wollen wir ihn fangen? Hm. Könnten wir auch, ne? Machen wir, oder? Ja, warte. Machst du Trank, ich mach Schock. Ja. Ready? Ja. Na? Super High Five, super! Klasse hat das funktioniert. Ärger mich wegen dem einen Feint.
Ist eigentlich ja nicht so schlimm, aber man kriegt halt ein bisschen weniger Belohnung. In meinem Fall. Aber dafür, also dass das ein High-Rank Diablos war, finde ich, haben wir das sehr gut gemacht. Fand ich auch. Ja? Haben wir echt klasse gemacht, ja. So einige Leute im Chat haben das anders gesehen. Die habe ich so mit einem Auge gesehen. Oh, echt? Also ja, natürlich. Bei mir ist er hängen geblieben, leider. Ich kann es nicht verfolgen. Du musst aber auch wissen, die weltbesten Spieler versammeln sich im Chat und wissen das dann. Müssen wir Werbung machen, ne? Ich sehe es nicht, aber ich habe es im Gefühl. Ja, so fast. Naja, ich sehe es. Jetzt sehe ich es. Ja, wir müssen Werbung machen. Wir machen kurz Werbung und dann geht es hier gleich weiter mit was machen wir dann? Beetlejuice. Genau. Batzeljuicen. Gleich. Herzlich willkommen zurück bei Beanstalk. Heute die Special-Sendung. Trant und ich zocken Monster Hunter World im High Rank und wir haben gerade schönen einen Diablos gelegt und werden jetzt uns langsam im Schwierigkeitsgrad ein bisschen nach oben arbeiten. Was ich mal zeigen kann, ist, ich bin hier in meinem Apartment und das gab es auch schon in alten Monster Hunter-Teilen, ne, Trant, dass man seinen Gefährten, also in dem Fall mein Palico, der hier hinten steht, Muschi, der da irgendwas extrem Wichtiges gerade macht. Er gibt sich ja voll Mühe, ist sein Hobby, ne? Das ist halt, der eine füttert Fische, der andere macht da irgendwie Steinmetzkunst. Jedenfalls kann man hier beim Housekeeper dann die Katzenkumpels von Mitspielern auf eine Safari schicken. Und was da passiert ist, dass die dann eben Materialien sammeln. Ja. Und ich kann jetzt hier auswählen, da oben seht ihr es, Low Rank, High Rank. Und dann die Gebiete, das nehme ich jetzt mal hier das vierte Gebiet. Und dann kann ich mir hier eine Route aussuchen. Dann anhand der Symbole erkennt man halt, was er am ehesten farmen wird. So, fuck it. Und dann dauert es 3 Quests, glaube ich. Man muss dann 3 Quests absolvieren. Ja. Und dann kommen die mit den Materialien wieder. Ich glaube, pro Zeichen war das eine Quest. Ich glaube, es sind sogar 5 Quests oder so. Was? So viel? Die sind richtig lang weg. Ach so, okay. Wenn ihr Fragen habt oder reinschreiben wollt, wie fucking gut ihr seid in Monster Hunter und wie fucking schlecht ich bin in Monster Hunter, dann kommt auch in den Chat und stellt dort die Fragen. Vielleicht können wir euch ein bisschen die Angst nehmen, weil ich krieg tatsächlich mit, dass ganz viele Leute sagen, ja, geiles Spiel, sieht cool aus und so, aber irgendwie trauen sich viele den Einstieg nicht oder trauen sich es nicht so richtig zu. Lese ich ganz oft so, Monster Hunter, da muss man so, es hat immer noch, obwohl es jetzt schon das einsteigerfreundlichste Monster Hunter ist, hat es immer noch eine sehr hohe Einsteigerhürde, Einstiegshürde, finde ich, oder? Ja, ist so. Also es wird wirklich versucht, alles einsteigerfreundlicher zu machen, ohne aber irgendwie das Spiel zu verwässern oder irgendwie down zu dumpen, sodass dann die alten Veteranen sagen, so, oh, das ist nicht mehr das, was ich lieben gelernt habe. Also es ist ein schmaler Grat, den die da gehen mussten und ich finde, er ist Capcom gelungen. Also es ist wirklich leichter reinzukommen, aber halt immer noch nicht so leicht. Ne? Mhm. Also, ich muss nur mal bei mir die Objekttruhe aufmachen und man wird erschlagen von diesen schwachsinnigen Items, von denen du nicht weißt, was es ist. Ja. Das ist wieder eine so eine Hürde, wo du dich fragst, so, was soll der Käse? Denn alles ist leider wichtig. Guck mal dran. Ja. Ich kann das Kadashi Feng 2 bauen. Alles ich hab klar. Ah, guck, siehste, da hast du diese 2 Hörner bekommen und ich habe die nicht. Aha. Seht ihr? So funktioniert das mit dem Aufleveln. Wir haben eben ein Monster kaputt gemacht und du hast glücklicherweise die letzten beiden Teile für dein neues Katana rausbekommen. Jetzt kann ich mir ein neues Katana bauen, nämlich das Kadashi Feng 2. was super ist, weil wir das gut gebrauchen können für den... Oh, 24.000 kostet das. Mhm. Alter, langsam wird es echt teuer. Guck mal, jetzt habe ich nur noch 12.000. Ja. Donner ist doch gut gegen den, oder? Ja. Gegen den Batzeljuice. Genau. Perfektes Timing. Okay, dann komme ich hoch ins Hub. Ich glaube, die Quest habe ich auch schon gepostet, ja. Es wird im Rotten Vale stattfinden, also im Tal der Verwesung. Es wird saugefährlich, saugefährlich wird das. Kann ich nicht essen, doch. Ist eigentlich Crossplay zwischen den Konsolen? Nee, ne? Mm-mm. Würde aber eigentlich gehen, es holen nur die Konsolen nicht, ne? Ich glaube, Microsoft ist da ein bisschen offener, Sony mag es nicht. Ich habe letztens von irgendeinem Spiel gelesen, da ist das quasi unabsichtlich mal freigeschaltet worden, Crossplay. Bis es dann einer gemerkt hat, dann wurde es wieder deaktiviert, wo klar wurde, wie einfach das eigentlich möglich ist. Mhm. Und es ist echt schade, dass es nicht geht. So,
gefuttert habe ich. Okay, ich habe noch, wie gesagt, noch nie gegen einen Batzeljuice gekämpft. Also nie wirklich willentlich, sage ich mal. Ist der eher im South East oder Central Camp? Oh, weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt einfach ins Standard Camp gereist, glaube ich. Was nehmen wir denn da mit? Und da nehme ich jetzt auch mal den Voucher. Ich könnte ihn auch gleich für den Negrigante benutzen, aber ich glaube, vielleicht packe ich den nicht. Deshalb, was man hat, das hat man. So, dann noch schnell futtern. Ich überlege gerade. Ja, der macht eigentlich nichts außer viel Schaden und seine Bombenköttel werfen. Er macht einfach nichts außer viel Schaden. Ja, also der sprüht kein Feuer oder Gift oder sowas. Ach, guck mal hier, Pennywhite schreit Fortnite war das. In Fortnite war das mit dem Aussehen Crossbow. Genau, ja. Shit, ich habe schon kaum noch Mega-Potions. Ich muss mal ein paar craften. Ja, ich glaube das. So, okay. Vergiften tut er nicht? Nee, ne? Nee. Also in dem Gebiet ist halt dieses Miasma, aber ja, sonst so, können wir eh nichts mitnehmen. Tja. Bomben und Fallen habe ich wieder dabei, wie immer. Schadet ja nicht. Vielleicht noch Armor Trank. Ja, die nehme ich eigentlich immer mit. Also normale Armor Skin und Demon Drug, die halten ja, also die einfachen Varianten davon halten die ganze Quest über. Oh, ich habe sogar Mega Armor Skin. Ja, das muss sein, dass ein Kämpfer sich vorbereitet. So. Falle und so nehme ich jetzt. Hast du Falle? Ja. Gut. Für den Fall, dass wir uns entscheiden, ihn zu jagen. Fassbomben hast du? Mhm. Okay. Liest Edde wirklich den Chat? Nein. Die PlayStation ist aber auch wirklich genau davor. Ich traue mich nicht, die irgendwie zu verschieben, aber es geht alles kaputt. Weiß jemand, wie ich mein Palico rufen kann? Ah, hier lese ich gerade. Gibt's in World auch die Amulette? Schreibt Cathars Melody. Weißt du noch, wie das früher war? Was? Ach so! Weißt du noch, wie das früher war, dass deine Kiste zugeschissen wurde mit Amuletten? Ja. Ne? Ja, das hat jetzt geändert, ne? Genau, jetzt ist es ein bisschen andersrum, dass man quasi eigentlich nur jedes Amulett einmal craften muss beim Schmied, so wie eine Waffe auch. Hast du eins, brauchst du es nie wieder, weißt du? Also es gibt nur eine Variante eines Amuletts, zum Beispiel ein Angriffsamulett oder ein Verteidigungsamulett. Und dafür bekommt man jetzt aber die Juwelen, die man für die Rüstung und Waffen braucht. Das heißt, die Juwelen, die man sich in die Rüstung steckt, um neue Skills freizuschalten, die bekommt man jetzt am Ende einer Quest. Und das finde ich ganz schön, weil da ist es nicht mehr so unübersichtlich wie damals mit den Amuletten. Ich hatte, glaube ich, zwei Kistenseiten voll mit den Dingern und habe mich nie getraut, irgendwelche wegzuschmeißen, weil könnten ja irgendwann mal was bringen. So, ja. Weißt du, wo der ist? Nee. Ich guck mal, ich mache meine Karte auf und markiere den, aber ich glaube, mein Forschungsgedöns. Da ist er doch schon. Oh, echt? Das ist echt ein fieser Facker, Alter. Ja. Da ist er. Und er fliegt direkt weg, oder? Ah, stimmt, scheiße, da fliegt er weg. Früher musste man die Monster mit einem Farbball bewerfen und dann konnte man sie auf der Map tracken. Okay, aber jetzt haben wir unsere Käfer und die fühlen uns auch dahin. Ich sehe ihn noch, man sieht, der ist so fett, dass man ihn tatsächlich durchs Gebiet sieht. Da ist er. Okay. Ach, ich hätte einen Flashpot mitnehmen sollen, habe ich nicht dran gedacht. Egal. Kann man den mit dem Flashpot aus der Luft holen? Ja, ich glaube schon. Hast du denn deine Drogen getrunken? Nee. Was soll machen? Ui, er brüllt. Das ist richtig. Ich bin nett. Alter, hab ich ein Glück gehabt. Bäh! Oh, fuck! Was hast du gemacht? Ich hab auf ihn draufgehauen. Ach so. Wie, sollte ich nicht? Nee, der hat eben
sofort ganz schlimme Sachen gemacht. Da habe ich ein bisschen Schiss bekommen. Schon wieder? Das ist ja dumm. Boah, ich habe den noch nicht einmal. Jetzt habe ich ihn gehauen. Scheiße. Alter, der kann mich one-shotten, oder? Weiß nicht, nee, glaub nicht, aber macht trotzdem fies Schaden. Vor allem lässt er überall diese Eier fallen, weißt du, da traust du dich gar nicht ran. Oh, oh, oh. Ah ja, die Explosionseier. Droppt er die eigentlich die ganze Zeit oder hört er irgendwann auf, die irgendwann zu droppen? Irgendwann hört er auch mal auf, aber er lässt echt viele davon fallen. Wie viel hat der denn von den Köddeln, ey? Oh, fuck, Alter. Scheiße, ey. Was macht der? Er ist auch die ganze Zeit am Angreifen. Trau mich gar nichts mehr. Uah, weg, 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 weg. Pass auf, jetzt kletter ich hier die Mauer hoch und dann springe ich auf ihn. Guck. Ja. Er ist eingeschlafen, weg da, nicht. Was? Hauen, nicht ich hauen. Ich hab ihn gehauen. Na, ich war schon getriggert. Ja, egal. Es war schon getriggert. Ja, ich glaub's doch. Jetzt ist er böse. Alter Falter. Achtung dran. Alter, du stehst mitten in der Suppe. Ja, ich steh mitten in der Suppe, ey. Und jetzt pullt auch gleich zweimal. Ich glaube, es fliegt da weg. Nee. Mucke ist auch cool, oder? Ja, richtig Godzilla. Ui, 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 ui. Wo ist der? Boah. Wie so ein Kampfbomber, ey. Batz. Ey, eben habe ich keine Ahnung, warum der mich nicht. Der ist eigentlich auf meinen Kopf gefallen, boah, aber es hat nichts gemacht. Okay, jetzt aber. Ich komme nicht an den ran, ne? Ich traue mich überhaupt nichts zu machen. Weil der wirklich nur am Fuchteln ist. Ja, toll, du Arsch. Batz, Kombo durchgekriegt. Geil. Oh, oh, oh. Verpisst sich, oder? Ja, ja, ja. Weil er so auf den Sack gekriegt hat. Naja. Komm, das war gut. Ich hab nichts gemacht. Wir haben Shinies hier irgendwo. Hier bei mir. Ist das eingesammelt? Sehe es nicht. Wird bei mir auch nicht angezeigt. Ich sehe nix. Hallo, Bert. Aber bislang ging der, also finde ich. Ja. Man muss halt aber auch echt aufpassen, wenn du einmal in diesem Bombenteller landest, dann ist auch ganz schnell Feierabend. Deshalb muss man echt. Ich glaube, ich habe ein bisschen Glück gehabt, der hat sich sehr viel auf dich konzentriert, kann das sein? Ja, schon. Also ich. Das ist gut Akku gezogen. Ist aber auch nicht. Ja, ich bin drauf. Schön dran. Schnelle Haken. Oh, fuck. Was hat mich denn da erwischt? Batz. Immerhin noch. Ah, er hängt im Netz drin. Ja. Können wir verkloppen. Oh, das war aber nicht lang. Nee, das war echt lächerlich. Egal. Ey, wie ich nicht treffe, ey. Dieser Zappel-Philipp. Oh, ihr Sturzflug? Nee. Wie so ein dicker Bomber, ey. Boah. Fick. Die Henne. Muschi. Uiuiui. Danke.
Du hast mich wieder in die Luft geschossen. Ich heile dich. Danke. Alter, wie ich nichts treffe. Oh fuck, ich stehe voll in den Bombeneiern. Oh oh, ich auch. Oh nein. Er geht weg, hier ist ein Shiny. Scheiße, schon wieder, das gibt es nicht. Scale. Schluss. Liegt weg. Nee, gar nicht. Alter. Boah, was ein mieses Schwein, ey. Ich bin gleich tot. Und jetzt schreit er auch noch. Weg, 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 weg. Ich kann mich nicht bewegen. Boah. Verdammt, das Monster. Hier liegt auch ein Shiny. Schwanz ist ab, cool. Ja. Uiuiui. Alter. Ey, man, es ist fast unmöglich, da die Combo durchzukriegen bei dem. Der ist echt immer am Machen dran. Haut er ab. Er fliegt weg. Schwanz nicht vergessen, müssen wir carven, nicht wahr? Niemals den Schwanz vergessen. Also bei dem Diabolos eben, das lief alles ein bisschen besser, habe ich so das Gefühl. Ja gut, das ist auch noch ein Stück einfacher, ne? Scheiße, wir haben hier sogar noch eine Falle von den Katzen. Die Katzen legen mittlerweile in höheren Leveln legen die auch Fallen und so. Hier eine schöne Blitzfalle gelegt, die leider nicht ausgelöst wurde. Ja, da würde er eh nur sehr kurz drin hängen, also. Ja. Okay. Aber es reicht theoretisch zum Capturen, vorausgesetzt, er ist schwach. Da ist er schon, der Dude. Hey, also manchmal habe ich echt gut Glück, dass er mich nicht erwischt. Cool. Scatternut. Sehr gut. Glück gehabt. Dreht sich nicht um. Alter, was war das? Rennt der wieder oder? Nee, der ruht sich nur aus, ne? Scheiße. Ich bin drauf. Cool. Komm schon. Yes. Ja. Cool, super geil. Knick, knack. Und Combo hinterher. Ja, genau. Kopf ist kaputt. Oh.
Der ist aber auch echt immer schnell. Eingepennt. Okay. Schön, die Fassbomb, ganz ruhig. Ja. Ganz ruhig. Jetzt kriegt das so richtig. Trant stellt ein paar. Hast du auch welche? Nee. Okay. So. So will man geweckt werden, ne? Das ist wie wenn der Wecker Ed Sheeran spielt morgens. What the fuck? Mal cool. Auf Falle. Alter, jetzt erkenne ich nichts mehr. Boah, jetzt geben wir ihm aber dick bös. Ohne Scheiß. Kombo durchgekriegt. Ich hau ihn unten gegen seine Pflaumen. Uiui. Oh, shit. Oh, oh. Oh, nein. Warte. Vielleicht kann ich. Oh, jetzt interrupt. Ein bisschen was hast du. Du kriegst voll wenig Energie von meinem Lebenspulver. Ui! Ich kann ein Schwert bauen. Hast du das auf die Wishlist gepackt, ja, oder was? Ein Barzelsparter. Ja. Der Barzelsparter! Da kommt er mit dem Barzelsparter. Okay, na, das läuft doch ganz gut dran. Ja, doch, jetzt geht's. Ohne Scheiß. Jetzt kriegen wir den. Warte, ich schleife noch einmal. Ich auch. Alles klar. Da ist er. Jetzt sieht er uns schon und denkt sich nur Scheiße. Scheiße, da sind die Penner wieder. Bam! Schön mit den Scatternuts immer. Was macht der? Warum zuckt er die ganze. Ach du, schießt den Nüsser in die Fresse. Alles klar. Ich gewundert, warum der immer zuckt. Oh Gott, ich stehe wieder in den Eiern. Scatternuts sind nicht zu unterschätzen, nee, sag ich mal, ne? Können manchmal Leben retten. Boah, jetzt ist aber aggro. Oh fuck. Komm schon! Are you not entertained? Er hängt fest. Er hängt! Alles klar. Oh, scheiße, stehe ich hier wieder dumm bei den Beinen. Egal. Ich hau trotzdem. Der hält aber auch. Ich meine, er hängt nie lang irgendwo fest, ne? Okay. Wahrscheinlich steht er jetzt auch gleich wieder auf. Und Combo durchgekriegt. Pass auf, jetzt hier. Zack und. Und. Jetzt, Baby! Cool. Boah. Alter. Ich hab auch Glück. Wie der mich das manchmal war ja so nice. Gott, kriegt der auf die Fresse. Mhm. Der wird nie wieder einen Mucks machen, wenn er ihn sieht. Macht halt jetzt. Alter, ich will die Flügel erwischen. Oh, Notragon. Oh shit, meinst du, die kämpfen? Ja. Das gucken wir uns an, okay. Der Odragon will einfach nur abstauben, wie peinlich. Ja. Wir kämpfen ja anderthalb Stunden gegen den Batzeljuice und dann kommt der hier einfach an. So ein bisschen wie Schulz bei seiner Rede, als er gesagt hat, mich hat Macron angerufen. Wer? Was? Wie Schulz bei seiner Rede? Nein, red doch wie ein Scheiß. Was? Ich hab gerade was völlig Falsches gesagt. Ich hab's nicht mal verstanden. Ja, war auch Quatsch. Okay. So. Achtung. Boah, kannst du den mal dunken? Ich gucke. Oder wollen wir den auch
Ich hab. Oh fuck, Alter! Der ist voll auf meinen Kopf gelandet. Alter. Ich muss mich schnell heilen. Jetzt habe ich hier zwei. Alter, was macht der denn jetzt hier? Macht der seinen Segelschein oder was? Och. Ist doch nicht zu fassen. Guck dir das an. Aber er hat der nur noch, noch mal. Er hat nur noch wenig Eier. Dann, ey. Guck mal, der Otagon ist er hat nur wenig Eier und ich renne in das eine rein. Ah, jetzt brüllt er die ganze Zeit. Was ist denn hier los? Guck mal, jetzt ist der andere gefangen. Naja. Den wollen wir nicht. Oh, komm, Typ, ey. Jetzt Besseres zu tun, als mich jetzt mit dir zu beschäftigen. Warte mal, wo müssen wir lang? Nee, hier ist er ja nicht. Was, wo gehe ich denn lang? Hier rechts ist er doch. Nee. So, nee. Ist tiefer oder höher? Ja, was denn jetzt? Wo bist du denn jetzt? Hier, tiefer ist es. Da. Ach, er hat sich in den Giftquatsch verzogen. Huch. Da will man einfach nur mal ein bisschen seine Waffe schleifen, dann kommt hier gleich so ein fieser Map an, ey. Was guckt der denn jetzt so blöd? Hier sind wir. Mann! Humpelt. Was ist denn hier los? Ich bin hart vergiftet. Ja. Ich habe auch kein Gegengift dabei. Ich auch nicht. Gehen Nullbären? Nee, ne? Nee. Was? Ich trinke einfach was. Ey, dieser dumme Odragon, der geht mir so auf den Sack, dass der jetzt hier auch noch mitmischt. Kannst du den mal dungen? Ich hab nix. Ich hab leider nix. Ach so. Und, Alter, ein Gyros ist auch noch da. Und Great Scheiße. Döner. Dönerboy ist auch noch da. Ich komme hier nicht hoch, tatsächlich. Alter, guck mal, was hier für eine hässliche Party ist. Jetzt sind sie alle hier. Aber der Gyros verpisst sich schon wieder. Er denkt sich auch, okay. Komm später nochmal wieder. Ich bin drauf. Sehr gut. Ach, auf dem Hund bin ich. Ich trottel. Egal. Oh, jetzt hat er mich aus der Luft gebrüllt. Verpiss dich. Bist du eben in der Luft irgendwo hängen geblieben? Oh, was? Er verpisst sich doch nicht. Alter, geht's gerade hier ab. Wo ist er denn jetzt? Da. Immer noch die zwei. Er humpelt. Okay. Ja, das war jetzt ein lustiger Showdown. Guck mal, er verpisst sich und während er sich verpisst, lässt er noch die Köttel fallen, ey. Ist nicht wahr. Wollen wir den Odragon jetzt noch, auf die Fresse hauen? Dafür, nee, oder? Naja. Och. Er hat schon drum gebeten. Ja, stimmt, guck, aber. Guck! Nee, komm. Ja, okay. Komm, das ist so ein nerviger. Und der Gyros kommt auch noch. Nee, komm, lass uns verpissen. Ja, ja. So, ich gehe jetzt, glaube ich, gerade in die falsche Richtung, aber wo könnte er jetzt hin? Oh, jetzt habe ich Bleeding Damage und Poison Damage. Oh, Mann. Was gegen Bleeding Damage hilft, ist in die Hocke gehen, wie im echten Leben. Ja. So, wo müssen wir denn hin? Ich laufe in die falsche Richtung, weil meine Käfer kommen nicht raus, solange wir hier in Action sind. Ich weiß nicht, wo genau. Ich gucke mal auf die Karte. Ich bin sogar richtig. Ich bin ja komplett falsch. Oder komme ich hier auch auf dem Weg dahin? Toll. Ich würde sagen, wir treffen uns da. Musst mir nicht nachlaufen, ich bin komplett verkehrt. Was ist denn jetzt? Ach, die kleinen Kobolde waren das. Puh, da geht einem aber echt so. Da, hier liegt er. Ja, das kommst du erst mal hinkommen. Oh, die Scheißkäfer. Alter, wo. Ach, mach einfach irgendwas. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Ich bin völlig falsch abgebogen. Ist da irgendein Camp in der Nähe? Nee, ne?
Was? Ich weiß nicht, wie ich jetzt am schnellsten zu dir komme. Ey, die Kamera ist aber auch manchmal ein bisschen crazy. Komm doch, komm doch. Ja, ich komme. Ich meine ihn. Och, wie ich nie treffe, ey. Bin rausgeflogen. Schöne Scheiße. Ich muss den jetzt alleine machen. Wie, du bist rausgeflogen? Bin rausgeflogen, bist jetzt auch alleine. Bist offline oder was? Nicht offline. Rausgeflogen. Das heißt, wir machen den jetzt beide? Jeder macht den jetzt alleine, für sich. Okay. Und da ist wieder der dumme Spacko. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja krass. Boah, du Arsch! Und ich hab hier noch einen Gyros. Alter dran, ich glaube, ich pack das alleine nicht. Ich muss auch gucken, aber was sollen wir machen? Der ist ja schon fast tot, aber. Aber auch nur fast. Scheiße, Alter. Alter, ey. Der macht mich auch fertig hier. Ey, ich habe ja auch noch einen Gyros, ey. Alter. Was hält der denn auch aus? Und jetzt bin ich dizzy. Komm, 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 komm. Ich hau daneben. Och Mann, ey. Ich kann ihn nicht fangen, lieber Chat, weil ich nichts zum Fangen dabei habe. Na gut, aber Idee. Ich könnte mir was holen. Aus. Moment, ich habe ja auch nichts. Egal, ich hau ihn jetzt einfach auf die Fresse, ey. Wieso habe ich nichts zum Fangen dabei? Oh, shit, ey. Boah, der ist sau nervig, oder? Ja, Mann. Vor allem, wenn da so viel anderer Shit noch passiert. Wo sind wir jetzt hin? Alter. Der lebt ja immer noch. Meiner schläft. Ey, das ist hier an den super engen Stellen auch nicht geil. Der schläft doch nicht. Alles klar, das ist doch schon mal ganz gut. Oh oh. Und da kommt wieder der dumme rote Pimmel, ey. Oh oh, oh Gott, bitte, bitte, bitte. Ich bin fast tot. Ich bin fast faint. Oh, oh, oh. Alter, aus irgendeinem Grund habe ich überlebt. Letztes Mega Potion. Ich sehe ihn nicht mal. Oh Gott, hier sind ja überall Köttel. Okay, ich weiß nicht, da ist er.
Alter. Ein Feint. Alter. Trant, das gibt's doch nicht. Das ist doch zum Kotzen. Okay. Oh nein. Oh. Zum Glück haben die Eier nur einen sehr kleinen Explosionsradius. Kann ich mir wenigstens neue Mega-Potions holen? Was nehme ich noch mit? Eine Falle? Ich fange ihn jetzt einfach. Und ich bin drauf. Ich hacke ihn. So. Okay, letzte Chance für mich. Ich muss ihn jetzt fangen. Ja, wieso kann ich den nicht fangen? Doch, kann ich ja. Da ist er. Na, come on, bitch. Alter. Das war aber auch, muss man aber auch jetzt mal ganz ehrlich sagen, ein bisschen Pech, dass wir in der Endphase getrennt wurden. Ja. Ne? War echt ein bisschen Pech. Oh Gott, ich hänge jetzt zwischen Mauer und Monster. So wie ich es sehe, pennt er. Das war's. Das ist sein Ende. Das ist sein Ende, Trant. Oh Mann, ich mühe mich hier noch ab. Ich stelle jetzt ein paar Fallen hin. Ey, Bomben meine ich. Ich hab ihn. Oh, leg mich am Arsch. Ich muss eine rauchen. Ich bin fertig. Ey, ich bin hier immer noch am Rummachen, weil ich keine Ahnung, warum keine Fallen dabei habe. Hatte ich bei der Abreise nicht gesagt, Fallen und Bomben nehmen wir auf jeden Fall mit? Lohnt sich ja immer. Weiß gar nicht, warum. Hast du mir die geklaut vielleicht? Ich? Ich hab die gerade aus meiner Item-Stash. Ich hab keine Ahnung, wo die hin sind, ey. Ja, ich hol mir jetzt auch welche, das sehe ich gar nicht ein. Batzeljuice, hier sieht man jetzt auch die Rewards übrigens. Hier sehe ich Scale, Tail, Carapace, Fuse. Was ist denn das Beste von ihm? Talon? Weiß gar nicht. Ich glaube, der hat auch irgendeinen Edelstein oder Juwel. Kingbone. Mysterious Face Stone? Das ist aber ein Appraisal-Item. Was ist denn ein Appraisal-Item? Monster Heartbone, Quality Heartbone, Quality Heartbone. Scale, Fuse, Scale. Und ein Maintenance Jewel. Der beschissenste, den es gibt. Ja, ich hab's gleich. Was? Der Chat fragt zu Recht, ob deine Kopfhörer falsch rum sind. Das kann schon sein, ja. Es ist möglich. Liegt aber ich hatte die auch mal richtig rum aufgesetzt und da haben sie. Cool. Tight. Sie wollten einfach nicht halten, richtig rum. So, jetzt beginnt der schöne Part. Wenn man so ein neues Monster gelegt hat, kann man direkt zum Schmied gehen. Und da dann direkt gucken, was man theoretisch dafür schon bauen kann. Oh. Das haut er wieder ab. Hast du ein Auge auf die Zeit? Wollen wir dann wirklich noch so einen Nährgigante machen, oder was? Ja, ich würde auch mal sagen, oder? Ja. Zeittechnisch müsste das hinhauen. Ich weiß nicht, was sagt die Regie? Jetzt ist Werbung, danach haben wir noch mal einen Part, oder? Ja, klar. Ja, sicher. Oh Mann, okay. Machen wir das. Abschluss machen wir noch schön Nährgigante, ey. Mhm. War ja noch mal eine Herausforderung hier. Bis dahin habe ich hier meinen Barzeljuice auch gefangen. So. Ich gucke derweil mal, ob es irgendwas Geiles Neues gibt für mich, was ich bauen kann. Hier. Oh. Fehlt noch ein Item für die letzte Ausbaustufe. Dann habe ich. Wo ist denn jetzt der Tree von dem Barzeljuice? Hat er keinen eigenen Baum? Nicht immer. Da, aber hier ist er. Das ist jetzt neu. Ja. Den Rookslayer Longsword. Alter, es kann nicht wahr sein. Dann fehlt mir noch. Dann müsste ich quasi. Jetzt sieht man es ziemlich. Jetzt sieht man. Ja, gut. Mach du erstmal.
Lebt ja immer noch. Oh. Da ist er. Sehr gut. Bei mir sieht man jetzt hier ganz gut, ich habe jetzt ganz oben hier, also ne, ich komme nicht hin mit dem Mauszeiger, bei den Required Materials sieht man ganz oben den Batzeljuice Talon. Mhm. Habe ich jetzt einen und mir, ich brauche drei. Also ziemlich sicher, wenn ich, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn ich jetzt nochmal einen Batzeljuice machen würde, dann könnte ich dieses Schwert bauen. Ja. Ist das gut? Ich weiß nicht, ich kann mir das auch jetzt erst bauen. Das ist das Rezept, was vorhin bei mir aufgeploppt ist. Das mache ich, glaube ich, jetzt dann auch gleich mal. Rookslayer Longsword. Jetzt von den Werten, das hat halt Blast Damage. Aber immerhin. Und natürlich, das gleiche gilt dann auch für Rüstung. Wenn man auf Forge Equipment geht, dann kann man jetzt, müsste man eigentlich auch die Barzeljuice-Rüstung bauen können. Da, Barzel Alpha und Barzel Beta. Wir können uns ja mal das Set angucken. Das ist ganz nice, dass man das hier so machen kann. Ja, ist schon ganz okay, nicht wahr? So, stattliche Rüstung hier. Und die hat auch Ohrstöpsel. Guck mal hier, die finde ich geil. Die ist noch geiler hier. Die Diablos-Rüstung. Ja. Die Schulterpolster, oder? Ist mir ein bisschen zu krass. Fertig für den Super Bowl, würde ich sagen. Ja. Okay, aber man sieht, ich kann von den Batzeljuice-Rüstungsteilen, ich kann nicht ein Rüstungsteil bauen. Also da muss man den schon ein paar Mal machen. Und hier mischt sich das dann auch noch mit anderen Viechern. Dodogama, Uragan. Also da muss man schon ein bisschen farmen, damit man dann irgendwann die komplette Rüstung hat. Mhm. Apropos farmen, wir farmen jetzt auch mal. Und zwar im Stile von geilen Werbespots. Und dann, Leute, du überprüfst gerade. Ja, ich komme auch okay. Gleich wieder bei dann dir rein. Dann kommt wieder online und dann werden wir zu zweit, so denn das Netzwerk will, PlayStation Network will, eine Negrigante legen. Achso, da sind wir. Hi! Hallo, na? Yeah, Party! Das sind die Sirenen. Alles klar, Paul? Ja. Okay. was brauchen wir für eine Negrigante? Was kann er denn nicht ab? Soll ich da auch das Donnerschwert? Nee, es ist eh mein bestes Schwert. Also der heißt ja Negrigante, ne? Das steht für? Negrigante, nicht Negri. Negrigante. Ja, Negrigante. Muss man alles richtig aussprechen. Und der macht, glaube ich, auch keinen Elementschaden, aber nimm mit, was du zur Verteidigung hast. Du nimmst ganz viel Energie mit und so. Aber was für eine Waffe? Donner. Okay. Ist mir leider auch schon aufgefallen, zu viele Monster in Monster Hunter World haben als größte Elementarschwäche Donner. Finde ich ein bisschen schade. Weil man kann so viele tolle Waffen bauen, aber so Wasser, Eis und vor allem Feuer brauchst du so gut wie nie. Ja, das war früher anders, ne? Ja. Da gab es auch richtige Eismonster und richtige Feuermonster. Ja, vor allem gibt es hier auch so viele, also hier der Legianer ist dieser Eisfuzzi. Da könnte man ja glauben, dass der gegen Feuer anfällig ist. Nö, der ist auch gegen Donner anfällig. Und das ist ja, vielleicht also patchen sie das noch. Ja. Ich poste mal die Quest. Das ist nämlich meine Story-Quest. Ach, echt? Nee, warte mal. Ich kann die gar nicht posten. Nee. Wieso denn nicht? Musst du noch Spuren suchen, oder? Ja, guck mal. Weiß ich nicht. Ich komme zu dir in die Versammlungshalle. Bei mir steht... Ach so, warte, ich muss mit der... Ach, du musst erst mal mit der Frau sprechen, ja. Mit der Tante sprechen. Shit. Es ist ein bisschen nervig, dass da im Hub, im Gathering-Hub, also im Multiplayer-Hub, wo man sich dann mit den anderen Spielern trifft, dass da nicht alles ist, sodass du immer wieder die Szenerien wechseln musst und dadurch einfach ein bisschen unnötigerweise immer Ladezeiten hast. Ja. Wer spielt denn hier Schlagzeug? Oh, ist bei mir abgestürzt? Nö. Nee, alles klar. Der Ladebalken freest immer kurz, bevor er es geschafft hat. So, ich muss einmal hier... Ach, ich bin so dumm. Wo ist sie denn? Ich bin falsch gegangen. Du hast Bock zu freestylen, Ellie.
Ja, es war zu leise, aber ich habe auch keinen Bock. Nein. Ich weiß auch nicht, was ich... Ich kann mich nicht auf so viele Sachen konzentrieren jetzt. Ich muss jetzt Nerigante legen. Ich werde jetzt mein Fischgericht essen. So, wegen bla, Verteidigung bla, bla. Hoch L. Wir brauchen viel Verteidigung. So, accept a wound and thirst. So, jetzt... Guck mal, also du müsstest ja. Das ja auch annehmen können, wenn ich es hier poste, oder? Ja, müsste sein. Ich guck gleich mal. So, Around and Thirst. Slay Nerigigante. Okay. Was? Nerigigante. Nergigante steht da. Alter. Nergigante. Ja, was hab ich gesagt? Nerigigante oder Nekrigigante. Nergigante. So. Ist aber auch mal... So, weißt du, was ich mir überlegt habe? Theoretisch, ich weiß ja nicht, man könnte doch, wenn wir die Game-Session-ID bekannt geben, könnten zwei Zuschauer über die Game-Session-ID joinen und mitmachen, oder? Das müsste gehen, ja. Wir können es ja mal machen. Ich weiß nicht, ob du deine Sitzung auf privat oder nicht gestellt hast, aber ich glaube auch, mit einer ID ist das unerheblich. Ich zeig sie einfach mal, dann, bis wir fertig sind mit Vorbereitung hier. Ja. Das ist eingeblendet. Da oben seht ihr die Online-Session-ID. Lass die mal kurz drinne, liebe Regie. Ich lasse die mal hier ein paar Sekunden. Mhm. 4, kleines S, kleines R, großes F, kleines S, kleines Y, großes G, kleines K, kleines E, großes F, kleines K, kleines F. Das ist die Online-Session-ID. Theoretisch müsste es möglich sein, dass zwei Spieler von euch das Spiel joinen. Dann könnten wir zu viert den Nergigante machen. So. Das schon mal dazu. Die Quest habe ich gepostet. Du musst die starten, weil du musst wieder Zwischensequenzen angucken und ich kann erst danach joinen. Ja, okay. Aber ich muss eh erst noch mal hier mein Equipment. Brauchst Kaltgetränke, weil der ist ja in der krassen Hölle. Okay, warte. Nullbeeren brauche ich nicht, oder? Nö. Kaltgetränke, ich muss erstmal hier sortieren. Hast du denn Maxi-Tränke, Eddie? Weiß ich nicht. Einen. Wo? Siehst du den Maxi-Trank? Ganz vorne, oder? Warte. Ach nee, das war eine ähnliche Potion, die ist aber auch kann gut, ich ja kannst machen. Du auch mitnehmen. Meinst du Max-Potion? Ja. Kann ich voll viele herstellen, wenn ich will. Also drei. Okay. Du kannst eh nur zwei mitnehmen. Okay. Max Potions nehme ich mit. Kaltgetränke. Kaltgetränke. Abwehr- und Angriffsbuff ist nie verkehrt. Alter. Jungs! Ihr macht mich fertig! So, warte. Kaltgetränk. Wo ist denn das? Chill. Müsste bei da vorne sein, auf Seite 1. Oder? 2? Wird nicht angezeigt, weil du es nicht craften kannst. Egal, in der Vorratskiste sind auch welche. So. Ich mach noch kurz eine Mega Demon Drug zum Mitnehmen. Guck mal. Wir haben schon zig. Ja, das sind jetzt. Aber es können halt nur Leute mit Jägerrang 13 mitmachen. Flashpot, bringt das was bei dem? Kann man mitnehmen, ja. Ja, dann machen wir das doch, oder nicht? Also, ich sammle das jetzt alles mal ein. Ancient Potion. Kann man nur eine mitnehmen. Genau, eine Ancient Potion und zwei Max Potions. Hier habe ich Cool Drinks. Eine Mega Armor Skin. Und ein Flash Pot. Ne, drei, logischerweise. Falle habe ich auch. Falls wir den fangen wollen. So, was hast du gesagt? Mega Potion? Ne, was? Maxi Potion. Mhm. Wie viel kann man davon mitnehmen? Zwei.
Habe ich auch 6 Stück. Okay. Gut so? Wieso hast du denn keine normalen Tränke dabei? Potions? Oder normale? Mega-Potions. Ja, weil Potions zu wenig geben. Ich nutze keine Potions. In der alles mitnehmen. Ja, okay. Willst du nicht? Ja, wieso? Also, ich hole mir dann lieber im Zelt nochmal neue Mega-Potions, ehrlich gesagt. Okay. Meins. Sind sie denn jetzt? Aber wenn du normale Potions mitnimmst und sammelst Honig ein und hast es auf Autocrafting gestellt. Ja. Okay. Auch ganz gut, ne? So. Ich starte jetzt schon mal die Quest. Ach so, nee, warte, muss ich jetzt... Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich dann deiner Quest joinen kann, weil so viele Leute wie jetzt hier in der Gruppe sind. Guck mal, hier sind richtig viele Leute. Ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da mit reinkomme, ne? Wieso? Ja. Ich kann auch entscheiden, wer reinkommt. Echt? Oder nicht? Wie denn? Sobald es losgeht, müssen wir joinen. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Ach so. Kann ich jetzt wieder Leute rausschmeißen? Wie machen wir das denn jetzt, Trant? Billig auch gerade. Remove von Quest. Ich kann Leute wieder rausschmeißen. Ja. Alter, wie kann man denn Jägerrang 33 sein, Trant? Oder 45? Die Leute haben das randvoll kaputt gezockt. Nee, das geht doch nicht. Doch, guck mal. Wie geht denn Jägerrang 45? Namen. Ja, wie geht das denn, Jägerrang 45? Wollt ihr mich verarschen? Man kann doch nicht mehr spielen, als du gespielt hast, dran. Oh, doch. Und ich denke, dass wenn du das Spiel einmal beendet hast, dann wächst der Jägerrang immer weiter, sowas zumindest früher. Wäre auch blöd, wenn du irgendwo stecken. Alter, was ist das denn? Was sind denn das für Typen jetzt hier? Was ist denn hier los? Was ist denn die Xenojiva? Trant? Finch. Was hat's hier mit auf sich? Das ist eine krasse Fernkampfrüstung. Was? Wie kann man denn... Nee, jetzt, das kann doch nicht sein. Jetzt mach mal irgendwas. Ich guck mir erstmal an, was das für Typen sind hier. Magda Potestas 2. Okay, ich muss jetzt erstmal die Zwischensequenz machen und dann schmeiße ich einfach so lange die Leute raus, bis du dabei bist. Ganz einfach. Oder aber ihr wartet kurz, bis Trant gejoint hat und versucht dann die letzten zwei freien Plätze. Das wird nicht klappen. Mal gucken. Wir kriegen erst schon hin, Trant. Muss erstmal die Zwischensequenz. Weißt du, was ich dafür machen muss, dass die Zwischensequenz ist? Das wahrscheinlich erst muss ich den erst entdecken. Oder? Nö, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist vergessen. Das ist bestimmt erstmal Gelaber. Nee, Quatsch. Du gehst jetzt dahin und dann gibt's erstmal so eine Intro-Sequenz vom Monster. Das meine ich. So ein... Ah, you made it. On time, too. I like that. So, kurz meine Buffs. Oh, hab ich jetzt Demon Drug nicht mitgenommen. Du hast doch nicht gegessen, du musst nur mal was futtern, oder? Ach ja, Mann. Es ist alles so kompliziert. Man muss sich gut vorbereiten vor einem krassen Kampf. Okay. Du musst bestimmt auch hier mit dem Dude erstmal reden. Das ist auch so geil, weißt du? Hat so mega die wilde Anime-Frisur, damit auch bloß jeder checkt, so, der ist badass, ja. Und ist der Admiral. Er sieht halt auch aus wie so ein Street Fighter-Dude. Ja, genau. So. Guck mal, jetzt sind die auch nicht grün. Nee, die sind blau. Weil das ist ein Drachenältester, den wir hier jagen. Da drehen sogar die Käfer am Rad. Das ist übrigens das geheime 5. Gebiet. Spoiler! Ist erstaunlich leise hier. Offensichtlich, oh, die sind ganz geil, die Crystal Bursts hier.
könnte auch irgendein Riegel heißen, irgend so ein Snackriegel. Ey, ich möchte mal wissen, ey, wer die beiden Jungs da sind mit Jägerrang 45, jetzt mal ernsthaft. Ist jetzt nicht so, dass Trant und ich das Spiel wenig gespielt haben in den letzten. Das Spiel ist seit 3 Tagen offiziell raus. Das ist doch. Kann doch nicht mit rechnen, das ist doch gecheatet oder was? Das ist die Zwischensequenz. Guck, die flüchten alle. Mach dich ready to join. Ja. Das wäre lustig, wenn die dir jetzt noch so einen Sleep Dart in den Hals schießen würden, damit du einpennst. Alter. Run, smash, full power. Run, smash, full power. Ich verpisse mich. Ich glaube, ich habe es geschafft. So, und da kommen auch schon gleich die anderen Mitspieler rein. Wir sind ready to go. Ja, sauber. Mit dabei sind Stonek und Argus, so heißen die Jungs zumindest ein Monster Hunter. Argus und Stonek haben es geschafft, sehr gut. Ich warte noch ein bisschen, ne, bis ihr da seid. Ja. Kann noch ein bisschen dauern. Da sieht man. Was für hübsche Sachen die Boys alle anhaben. Was war denn das eben? Ein blauer Schleier. Oh, difficulty has been adjusted. Das heißt, er ist jetzt richtig ja, hart. Ja, er ist jetzt. Weil wir zu 14. Zäh wie Schuhleder. Es macht es auch nicht unbedingt einfacher, finde ich. Also. Mhm. Wir müssen jetzt, glaube ich, richtig hart auf den einprügeln. Da sind Trant, Stonek und Argus. Sind das jetzt die beiden mega krassen? Nee, ne? Weiß nicht. Ich guck mal gerade. Argus ist Hunter-Rang 14 und Stonek ist auch Hunter-Rang 14. Sind tatsächlich auch die beiden. Achso, ne, wahrscheinlich, weil ihr jetzt im Quest seid. Chimera. Tut mir leid an alle anderen, die es jetzt nicht geschafft haben. Aber ey, Jägerrang 45 und 33 habe ich noch nie irgendwo gesehen. Irgendwas stimmt da nicht. Das sind doch bestimmt irgendwelche Capcom-Entwickler oder sowas. Stimmt, die gucken jetzt hier bestimmt zu. Oh, ne? Shit! Was geht? Ich bin noch gar nicht am. Ich habe noch gar nichts getan, ey! Bin ich überhaupt richtig? Quatsch, was rede ich denn? Ich lauf hier vorbei. Ich bin ja schon längst da gewesen. So, alles klar. Ich hau jetzt einmal auf den drauf. Mir egal, ob ihr da seid oder nicht. Ja, wir sind da. Bam! Oh. Oh Mann, oh Mann. Boah, geil, wir haben einen Fernkämpfer dabei. Super. Pfeil und Bogen. Und ein Insektenkleve. Kleve. Schön. Auch mal ein bisschen Abwechslung. Ja. Da sehen wir ihn auch schon rumjumpen. Das ist das Geile an der Kleve, dass er dauernd diesen Klevenjump machen kann. Und jetzt geben wir ihm aber so richtig hier. Ja, ich bin drauf. Ich hacke ihn. Ach, du Scheiße. Geil. Ich glaube, ich habe noch nie in World mit einem Fernkämpfer zusammengespielt. Wir wollen den Schwanz auch, Jungs, ne? Mhm. Schön den Schwanz abpacken. Alter, das. Alter, wie wir dem geben. Es tut mir leid, aber der kriegt ja richtig auf die Fresse. Oh, fuck. Eieieiei. Da verpisst er sich schon. This is what you get when you mess with the warrior.
Wo wir sich auch gedacht haben, fuck, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich würde sagen, Runde 1 geht auf jeden Fall an uns. Alter, kann der mal aufhören zu schreien? Alter, oh, ja, das ist wirklich nur. Oh Mann. Oh, da hat's jemanden erwischt. Aufpassen, wenn, Geschreie, falls der mal wieder einpennt, ja. Dass wir drauf vorbereitet sind. Wenn, er fliegt, hole ich mit dem Flashport runter. Ja. Jetzt. Er fliegt aber leider nur kurz. Boah, das war ja, fliegt gut. Einfach gar nicht. Jetzt so ein bisschen die Moves vom Brachidios, ne? Nö. Doch, mit dem in den Boden schlagen und dann. Doch, doch. Videos war doch ein Zweibeiner. Er hat trotzdem mal im Boden geschlagen. Okay. Oh nein! Ah, sehr gut. Oh shit. Da sitzt ja jemand drauf, alles klar. Muschi, heil mich! Hä? Sind die Palikos gar nicht dabei? Nee. Warum? Das sind zu viel. Die sind immer nur dabei, wenn man zu zweit spielt. Alter, jetzt laufe ich hier den Schwanzschlag rein. Wie lange der Stonic da jetzt schon drauf sitzt, ohne dass. Doch jetzt! Alles klar. Jetzt können wir schön auf den Schwanz machen. Alter, kriegt er auf den Sack. Noch einen Feuerwerk abgefeuert, oder was? Ja. Hast du das gehört? Ja. Ups, Entschuldigung. Macht nichts. Nee, ich hab irgendwie wieder manchmal in die Luft ist es sogar ganz gewirbelt. Cool, wenn du einen so wegschlägst, dann ist man so direkt aus der Gefahrenzone draußen. Ey, blaue Klinge prallt ab. Was geht ab? Das ist auch so ein atonales Gebrülle, was der von sich gibt. Oh, der hat die Kombo durchbrüllt, ey. Fuck, scheiße, hat mich hart erwischt. Muss was trinken, muss was trinken. Okay, bin wieder fit. Oh, shit, der hat gesessen. Alter, was ist das denn für ein Move? Rollt sich dann so zu dumm zur Seite. Boah, shit. Ich schrei, er schreit, er schreit. Weg, 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 weg. Oh, hör auf. Alter. Er verpisst sich. Müssen eigentlich Bogenschützen auch irgendwie sowas wie Pfeilen machen? Nee, Pfeile nicht, aber Beschichtung. Also. Aber was der Schwanz jetzt auch schon einstecken musste. Geflasht. Und ist immer noch. Oh, Alter, das fällt. Kostet aber echt immer noch dran, der Schwanz. Oh, 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 fuck. Oh, fuck. Ich hab sehr Glück gehabt. Bist du drauf? Nee. Ich krieg gerade die Fresse voll. Shiny. Er ist gelähmt. Ich hau auf den Kopf. Die Hörner, glaube ich, noch gar nicht bearbeitet.
Und jetzt hole ich mir den Schwanz hier. Super Combo! Doch nicht. Scheiße, scheiße. Jetzt muss ich aufpassen. Ich hab dieses Feuerwerk. Ich hab nichts mehr. Ich meine. War nur Spaß, war nur ein Stein. Mach schon mal locker. Scheiße, scheiße. Alter, was geht denn hier gerade bitte ab? Ich sehe gar nichts mehr. Oh, ich bin so saudoof. Sehr gefährlich. Scheiße, jetzt hätte man gut blitzen können. Oh, Alter, der hat mich fast getötet. Ja, der hat mir jetzt fast den ganzen Energiebalken abgenommen. Ich heile. Ein bisschen zumindest. Der ist gerade sauer, glaube ich. Guck mal, wie der rumflitzt. Hat er keinen Bock mehr. Der humpelt. Ja. Cool, guck mal. Kann ja gar nichts. Nichts kann der. Aber das wird jetzt nochmal fies am Ende. Nein, doch. Wir werden fies am Ende. Nee, der geht jetzt in seine Höhle. Und guck mal, Argus wollte ihn fangen. Da stürzen die ganze Zeit Sachen ab, die uns auch wehtun. So, Kristallsplitter. Wollen wir ihn fangen oder wollen wir ihn killen? Können wir nicht fangen. Achso, den kann man gar nicht fangen. Drachenälteste musst du töten. Aber wir könnten, wenn er jetzt pennt, Bomben hinstellen. Also noch nicht draufhauen. Aber der Arme. Und da liegt er. Och Gottchen. Oh, hier, ich stell mal zwei hin. Vielleicht haben die Dudes auch noch welche dabei. Das ist geil, ey. Wie es geknallt hat. Aber hier muss man jetzt wirklich aufpassen. Also hier. Der fliegt viel. Und wenn er auf einem landet, dann macht er richtig viel Schaden. Ganze Stage abgerissen. Ja. Und ich glaube, da hinten. Also, ich habe das noch nicht so ganz geblickt. Mir. Ah, der Schwanz ist ja ab. Hä, wo? Weiß ich nicht, der war nicht mehr dran an ihm. Liegt hier. Ah ja, ich sehe ihn. Scheiße. Guck mal, hier. Wir kriegen permanent den Schaden. Ja, das sind diese Stalaktiten, diese Kristalle, die von der Wand. Oh, fuck, ey. Alter, jetzt rennt er mir hinterher. Och, drei Leute erwischt beim Karten. Ja, da ist schon der erste weg. Ey, Leute, pass auf jetzt. Scheiße. Zum Kotzen. Ey, bitte, warte mit dem Killen. Scheiße. Oh, 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 oh. Ich trau mich nix. Ja, das kann eigentlich nicht ganz schnell gehen. Wenn er zwei, drei Leute gleichzeitig killt, ist die Quest halt sofort vorbei. Ne? Nein, nein! Jetzt sind auch meine ganzen Buffs weg und alles. Jetzt muss ich extrem aufpassen. Na, sehr gut. Jetzt kriegen wir den ein bisschen wieder. Oh! So eine Billo-Attacke einfach brüllen. Muss mal Blendkapseln ausrüsten. Boah, ey, wie weit ist der denn? Ich glaube, lange hat er nicht mehr. Ich komme, warte, zögert es noch heraus. Alter Falter. Ich höre ihn schon. Wo ist der Schwanz? Da liegt er noch rum. Aber wir müssen jetzt echt erstmal hart fighten hier.
Okay. Achso, die Falle bringt nichts. Falle bringt nichts. Ist denen egal. Ah! Sehr gut. Boah, ich dachte, ich bin fainted. Oh. Der ist gerade so gesprungen und dachte, der hat mich gekillt. Oh Mann. Wir haben ihn geschafft! Yay! Luti, Luti! Vielen Dank für die Hilfe, Leute. Guck mal hier, ich blute direkt an seinem giftigen Maul. Yeah! Geil. Vielen Dank an Stonek und Argus. Das war ja richtig nice. Eine Plate habe ich gekriegt. Ist auch gut, oder? Mhm. Schwanz, wo liegt der? Hier. Und ich würde mal sagen, timingmäßig eine fucking Punktlandung, als ob wir es inszeniert hätten. Mann. Entschärfen, okay. Das ist aber auch echt fies, dass der gegen Ende nochmal so abdreht, wie er es in dem ganzen Kampf davor nicht tut, weißt du? Ja. Er ist wirklich nur am Rumspringen und was mir hier wehtut, weißt du, das habe ich auch noch nicht so ganz gepeilt. Ob diese Stacheln hier runterfallen. Ich sehe immer nur die Energiebalken der Kollegen und denk mir, warum nehmen hier alle Damage? Das waren auch gute Jungs, mit denen wir gespielt haben. Ja, war super. Hat sehr gut geklappt. Hier kriegt man noch eine kleine Statistik am Ende immer, wer was gemacht hat eigentlich. Normalerweise. Wir kriegen stattdessen eine Zwischensequenz. Ja, wir kriegen erstmal. Ja, stimmt. Du kriegst eine Zwischensequenz, ich krieg Belohnung. Hey! Well, look who's still with us. Look who's still with us. So we have elder dragons eating other elder dragons. Wonderful. That clears some things up. Bekommt jeder denselben Loop, wird gefragt im Chat. Nein. Nee. Big picture. Until we came to the new world, how could we know? Nergi Gante came here looking for a feast. And he made a real mess of the local ecosystem in the process. Here is good. Now that the problem child's been put to bed, the other elder dragon should revert to their usual behavior. Dann ist hier noch die Frage, gibt's auch deutsche Sprachausgabe? Ja, gibt's, aber die ist ein bisschen zweifelhaft, würde ich sagen. So, ja, sag mal, ist das jetzt schon das Ende der Story-Quest oder was? Nee. Ja, das dachte ich auch. Also ich glaube, das geht schon noch ein Stück weiter. Ich bin, glaube ich, jetzt da, wo es wirklich am Ende ist. Weiß ich nicht. Sepp Lakefield schreibt, sieht aus wie Rod Stewart, und da hat er eine sehr muskulöse Variante von Rod Stewart. Enough energy to lure in a menace like that and convince it to switch habitats doesn't just naturally happen. Laba. Ich will jetzt meine Belohnung. Es geht ja immer noch weiter hier, guck mal. Die wieder, ey. What have we here? Na, 16 Minuten haben wir nur gebraucht. Naja. Leider nicht so viele Belohnungen hier, weil ich leider auch wieder mal einmal gestorben bin. High Commendation, a ticket. Tremendous courage. Collect them in something. Elder Dragon Bone. Dream Core. Elder Dragon Blood. Ist wichtig, braucht man alles. Und Hunter Rang. New Upgrade Level is now available for Armor. Kannst die Defense noch ein bisschen hochdrücken. Ui. Und dann sehen wir hier Trant Support All-Star. Und Slinger Sniper. Auch ein zweifelhafter Skill, ne? Ich habe viel mit der Schleuder geschossen. Ja, du hast viel geheilt im Hintergrund und sehr gut. Ja, das hat echt so ein bisschen World of Warcraft-mäßige Anleihen, so finde ich, wenn dann zu viert so spielt, der eine heilt, der andere tankt, der andere macht das. Und ja, wobei du das ja gar nicht so aufteilen kannst. Nee, kannst du nicht, aber kannst trotzdem schon so ein bisschen, wenn man sich abspricht oder so, kann man schon auch anderen helfen und so. Es gibt jetzt nicht so die ganz festen Rollen. Letztendlich wollen alle auch Damage machen, aber oder müssen auch Damage machen. Ja, aber das war doch mal ein ganz schöner Einblick und eine schöne Abwechslung nochmal zum Freitagsevent, wo es ja eher ein bisschen newbiger zur Sache ging. Hier war das jetzt schon echt so ein bisschen Endgame. Es gibt immer noch krassere Monster, muss man sagen. Das sind immer noch nicht, sind jetzt immer noch nicht die letzten, oder? Nee, da kommen noch ein paar, ja. Und was geht dann noch im Endgame? Ja, also jetzt haben wir ja gerade hier so ein paar High-Level-Spieler gesehen, wo ich gedacht habe, so, Alter, was haben die denn an? Also wer weiß, was da noch alles kommt. Mhm. Aber also Drachenältesten werden diese ganz
krassen Drachen genannt, die man auch nicht fangen kann. Von denen gibt es, glaube ich, insgesamt 4. Und ich schätze, es gibt auch noch ein 5. Endmonster, aber das vermute ich. Das habe ich nur noch nicht gesehen. Und ein neues Gebiet kommt, glaube ich, nicht mehr dazu. Aber das ist jetzt noch eine Menge Holz, wo man sich dann noch Rüstung craften kann, Waffen. Früher gab es ja noch den G-Rank. Ja, der wurde immer noch immer nachgereicht, so in Form einer neuen Version. Also, was ich vorhin gesagt habe, Freedom 2 habe ich gespielt, Monster Hunter Freedom 2. Und die G-Rank-Version hieß dann Monster Hunter Freedom Unite. Und das war dann halt ein neues Spiel. Man konnte immer den Save übernehmen, aber ich denke mal, jetzt so im DLC-Zeitalter wird Capcom, denke ich mal, irgendwann DLC nachschieben. Hoffe ich doch mal. Das wäre geil, wenn dann auch noch ein ganzes neues Gebiet dabei ist. Ja, das wäre so cool. Bei mir wird immer noch gelabert jetzt hier. Aber das müsst ihr euch jetzt nicht mehr angucken. Wir machen jetzt nicht noch eins. Das finde ich ist ein perfekter Abschluss gewesen. Guck mal hier, jetzt habe ich ein neues Tutorial. Elder Dragons Around the New World. Musst wieder Spuren suchen. Ah, okay. Selbst nach so vielen Stunden kommt immer noch ein Tutorial und immer noch was Neues. Toll, toll, toll. Okay, also. Monster Hunter ist super dran. Tolles Spiel. Hast du mal dem seine Rüstung gesehen vom Nergigante? Naja, egal. Ja, klar, komm, was? Welche Rüstung? Von dem Nergigante. Beacon. Das ist ein Felix Beat, oder? Alter. Krass. Yeah. Ah. Ja, ja. Nee, ich mach keinen Freestyle jetzt so. Zeig mal die Rüstung von dem Typen. Das ist die Siegesmelodie, wird gespielt, wenn wir wieder zurück ins Dorf kommen, so. Die ganzen Dorf-People sagen jetzt so. Alle auf Hip-Hop. Ja. Echt krass, Jägers. Krass, Jägers, dass ihr das geschafft habt, ey. Ohne euch wären wir alle des Todes gewesen. Krass, Jägers. Okay. Zeig die Rüstung. Negrigante. Oh, siehst aus wie einer aus Fist of the North Star. Ihr müsst mal das Trampfenster, genau, da ist es weg. Jetzt sieht man es perfekt, ey. Voll böse und dick und so, weißt du? Alter. Krassen Hörnern und so. Kriegen die Monster selber Angst, wenn die mich sehen. Ohne Scheiß. Denk, Alter, den hau ich lieber nicht, ey. Er pieks. Hast du die schon? Nee, ne? Nee. Dann weiß ich ja, was wir jetzt demnächst farmen werden. Mhm. Okay, Leute, das war's mit dem Special Beanstalk heute zu Monster Hunter. Könnt ihr mal in die Comments schreiben oder ins Forum oder so, wie es euch gefallen hat. Wir wollen euch auch nicht nerven mit dem Spiel. Ich weiß, auch jeder zweite Streamer macht das zurzeit. Aber wir sind echt schon lange Monster Hunter-Fans und für uns war das echt heute ein Fest, das mal mit euch gemacht zu haben. Danke auch an alle, die gejoint sind. Sorry, die nicht mitspielen konnten. Es hat echt Spaß gemacht, zu viert am Ende nochmal auf den Nergigante einzukloppen. Nergigante? Nee, ist richtig. Nergigante einzukloppen. Das war's. Jetzt kommt Let's Sleep. Gute Nacht und tschüss. Gute Nacht.